Rücken- und Nackenschmerzen sind weit verbreitet, die bis zu 5% durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst werden. Dabei kann ein Verdacht durch eine klinische Untersuchung wie über ein CT oder MRT bestätigt werden. Die Ursache für einen Bandscheibenvorfall liegt meistens in einer falschen Belastung, einer Fehlhaltung oder im Übergewicht. Dabei muss ein Bandscheibenvorfall jedoch nicht immer Beschwerden verursachen, denn teilweise bleiben einige Patienten auch beschwerdefrei. Andere hingegen klagen über starke und ausstrahlende Schmerzen. Was ein Bandscheibenvorfall genau ist bzw. wie dieser ausgelöst wird, erklären wir dir in diesem Video. Auch zeigen wir dir, was du gegen einen Bandscheibenvorfall tun kannst. Wann spricht man von einem Bandscheibenvorfall? Um zu verstehen, wie es zu einem Bandscheibenvorfall kommt, musst du wissen, wo die Bandscheiben liegen und wofür sie da sind. Deine Bandscheiben befinden sich zwischen den einzelnen Wirbelknochen, die gemeinsam deine Wirbelsäule bilden. Dort verbinden sie deine Wirbelkörper miteinander und haben die Aufgabe, die Bewegung der Wirbelsäule zu ermöglichen und eine gewisse Stabilität zu halten. Dementsprechend federn die Bandscheiben auch zum Beispiel tägliche Erschütterungen wie beim Laufen und bestehen dafür aus einem Bindegewebsring und einem weichen, gallertartigen Kern. Sobald nun aber dieser Bindegewebsring reißt, zum Beispiel durch eine falsche Bewegung oder andauernde Belastung, und der Gallertkern austritt, kann das austretende Gewebe auf einen Nerv oder eine Nervenwurzel drücken. Dies verursacht Schmerzen und wird als Bandscheibenvorfall bezeichnet. Je stärker die Nerven eingedrückt werden, desto stärker sind dann auch die Schmerzen. Am häufigsten treten Bandscheibenvorfälle im unteren Rücken im Bereich der Lendenwirbelsäule auf. Deutlich weniger kann es aber auch zu einem Bandscheibenvorfall bei der Halswirbelsäule und sehr selten in der Brustwirbelsäule kommen. Je nach Grad der Schädigung der Bandscheiben unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Formen. Die Bandscheibenvorwölbung, die sogenannte Protrusion. Bei der Vorwölbung ist der Faserring noch nicht gerissen, sondern lediglich zwischen den Wirbelkörpern gewölbt. Dementsprechend handelt es sich bei dieser Form um einen inkompletten Bandscheibenvorfall. Dann den Bandscheibenvorfall, die sogenannte Extrusion. In diesem Zustand ist die äußere Hülle der Bandscheibe bereits gerissen, wodurch sich der innere Kern nach außen wölbt. Und der sequestierte Bandscheibenvorfall. In diesem Stadium ist das Gewebe der Bandscheibe durch die gerissene Hülle bereits in den Wirbelkanal ausgetreten. Bandscheibenvorfall, das sind die Symptome. Ein Bandscheibenvorfall wird meist durch jahrelange Abnutzung verursacht, ohne dass Schmerzen auftreten. Plötzlich kann es aber zu einer ungeschickten Bewegung oder einer ruckartigen Verdrehung der Wirbelsäule kommen und der Schmerz tritt plötzlich auf. Aber auch durch Zugluft, eine Erkältung oder Nässe kann sich ein Bandscheibenvorfall zeigen. Zu den auftretenden Symptomen gehören unter anderem extreme Kreuz- oder Nackenschmerzen im Bereich der betroffenen Rückenmarksnerven. Ausstrahlende Schmerzen bis ins Gesäß, in die Beine, die Außen- oder Innenseiten der Beine, Arme und Schultern. Verstärkter Schmerz beim Husten oder Niesen, da sich dadurch der Druck auf den Nerv erhöht. Ein Kribbelgefühl sowie Taubheit, Einschränkung der Beweglichkeit, Lähmungserscheinung, Reflexausfälle und Sensibilitätsstörungen. Das kannst du gegen einen Bandscheibenvorfall tun. Ein Bandscheibenvorfall wird oftmals mit physikalischen Maßnahmen oder medikamentöser Therapie behandelt. Nur selten kommt es zu einem operativen Eingriff. Zu diesen Maßnahmen zählen. Nummer 1. Bewegung und Sport. Studien haben gezeigt, dass verschiedene Arten der Bewegung die Beschwerden eines Bandscheibenvorfalls vermindern. Dementsprechend solltest du körperlich aktiv sein und Bettruhe meiden. Natürlich nur, wenn der Schmerz aushaltbar ist. Besonders schonende Sportarten werden empfohlen, wie beispielsweise Schwimmen, Skilanglauf, Aerobic, Aquajogging, Laufen oder Nordic Walking. Vermeiden solltest du Sportarten, bei denen sich dein Körper verdrehen kann, wie zum Beispiel beim Golfen oder Bowlen. Nummer 2. Entspannungsübungen. Neben Bewegung können auch Entspannungsübungen deinen Nerv entlasten und damit deine Symptome reduzieren. Dafür eignen sich zum Beispiel Techniken wie Tai Chi, Yoga oder autogenes Training. Informiere dich am besten über die verschiedenen Techniken und probiere sie einfach mal aus. Nummer 3. Rückenschule bzw. Physiotherapie. Auch die Physiotherapie bzw. Rückenschule kann bei einem Bandscheibenvorfall Wunder bewirken. Denn mit physiotherapeutischen Übungen kannst du rückenschonende Bewegung erlernen und dir gleichzeitig eine Schonhaltung antrainieren, die langfristig weitere Rückenprobleme reduziert. Bei einem schweren Bandscheibenvorfall kann hier auch eine stationäre Behandlung in Anspruch genommen werden, mit der du langfristig gute Erfolge erzielen kannst. Nummer 4. Rückenfreundlich schlafen. Auch im Schlaf solltest du auf einen geraden Rücken achten. Am besten schläfst du deshalb auf dem Rücken in einer geraden Position und stützt dabei deine Halswirbelsäule beim Schlafen mit einem kleinen Kissen ab. Neben der Schlafposition ist auch die Auswahl einer angemessenen Matratze wichtig. Experten raten bei einem Bandscheibenvorfall zu einer mittelharten Matratze, die auf einem Lattenrost liegt. Nummer 5. Krafttraining zur Stärkung der Wirbelsäule. Statt mit Physiotherapie kannst du auch deine Muskulatur mit Krafttraining stärken.
Gleichzeitig verbessert Kraftsport deine Körperhaltung, wodurch du langfristig weitere Bandscheibenvorfälle vorbeugen kannst. Für passende Übungen bei einem Bandscheibenvorfall solltest du am besten deinen Fitnesstrainer oder Physiotherapeuten fragen. Nummer 6. Auf die Sitzhaltung achten. Da ein Bandscheibenvorfall durch falsche Körperhaltung begünstigt und ausgelöst werden kann, solltest du besonders bei einer Bürotätigkeit auf deine Sitzhaltung achten. Es ist ratsam, deine Sitzposition oft zu wechseln, damit keine Dauerbelastung entsteht. Auch solltest du dich zwischendurch strecken und immer wieder kurz aufstehen. Für eine optimale Ausstattung am Arbeitsplatz kannst du zusätzlich noch einen Orthopäden zur Rate ziehen. Nummer 7. Abnehmen. Übergewicht gilt als Risikofaktor für Rückenprobleme, denn das erhöhte Gewicht belastet deine Wirbelsäule zusätzlich. Falls du unter Übergewicht leidest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt abzunehmen, gesünder zu leben und deinen Körper zu entlasten. Nummer 8. Richtig heben. Falls du schwere Dinge heben musst, solltest du diese rückenfreundlich heben. Das bedeutet, dass du sie mit einem geraden Rücken hochhebst und eine starke Neigung des Körpers zur Seite oder zu einem Hohlkreuz vermeidest. Bestenfalls trägst du die schweren Dinge dann nahe an deinem Körper oder verwendest einen Rucksack zum Tragen. Denn das ist am rückenfreundlichsten. Nummer 9. Medikamente. Zur Schmerzlinderung kannst du Schmerzmittel nehmen, die deine Beschwerden reduzieren. Hier eignen sich zum Beispiel Mittel zur Muskelentspannung. Das ist aber nur eine temporäre Hilfe und keine dauerhafte Lösung. Auch gibt es Infiltration von Schmerzmitteln, die direkt und punktgenau an der schmerzenden Stelle injiziert werden und deshalb direkt an den betroffenen Nervenwurzeln wirken. Für die Behandlung solltest du mit deinem Arzt sprechen. Und Nummer 10, ein operativer Eingriff. Eine Operation kann durchgeführt werden, wenn die Beschwerden länger als 6 Wochen andauern und keine Besserung in Sicht ist. Vor allem wird ein solcher Eingriff gemacht, wenn neben den Schmerzen auch Lähmungen vorliegen oder bereits am Rückenmark oder an den Nervenfasern des Pferdeschweifs Schmerzen auftreten. Bei einer Operation wird dann die Masse des Gallertkerns entfernt, wodurch die betroffene Nervenwurzel wieder entlastet wird. Falls nach diesem Eingriff immer noch Schmerzen zu spüren sind, kann ein erneuter Eingriff durchgeführt werden, bei dem der Wirbel beispielsweise mit Titanschrauben und Knochenspänen stabilisiert wird. Nur in ganz seltenen Fällen setzt man künstliche Bandscheiben ein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.